Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns hier am Hafen ein bisschen rumgesprochen, den Leuten gelauscht und so. Und ja, danach sind wir zurück nach Loris gegangen, um die restlichen Ausrufezeichen zu holen. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle. Oh, schön. Oh, hallo. Ich kann mal nachgucken so. Und ja, wir können auch nicht mehr raus, ne? Nee. Zum Gasthaus gehen, super. Okay, während ich hier gewartet habe, auch Expedition erstmal, bevor ich es wieder vergesse. Sehr gut. Tierfigur. Okay, neues Gebiet entdeckt, Astras Meer. Hey, her damit. Ich möchte erstmal ein Gebiet am liebsten vollkommen abschließen, aber wird wohl nichts. So, was haben wir da bekommen? Gut verkäuflich, aber umständlich herzulegende Süßigkeit. Die Spinnfuhr ist besonders selten. Okay. Ach ja, hier, leeren Normen und so. Ich habe die Chance genutzt und mit Magilo hier noch ein bisschen Schamballoon zu spielen. Und habe dadurch ihre Normen-Kostüme erstmal freigeschaltet. Kann ich jetzt natürlich nicht zeigen. Und ja. Währenddessen habe ich auch noch einen Titel von ihr freigeschaltet hier. Ich glaube 250 verborgene Arts einsetzen. Und ja, habe ich noch ein bisschen die Zeit hier ausgenutzt, die ich hier warten musste. Ich musste sowieso noch auf die Expedition warten und so. Und die haben schon wieder irgendjemanden da umgebracht, sehe ich gerade. So ist ein Pendiram. Ach, wir waren da gar nicht. ちょっとどういうこと？検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラム、彼らを、glaube ich, am Dings gesehen. 混乱してるならもっとかき回して突破する。Okay, ich möchte gerne wieder Magilo steuern. Danke. Was? Reisen ist abgehauen. Boah. Nein, das ist Velvet im Team. Nehmen wir wieder die ganzen Erfahrungspunkte weg. Ja. Nein. Er war blitzschnell vorbei. Er mal kam angezottelt, schlug die Wache nieder und ging durch das Tor. Ja, jetzt habe ich das nicht gesehen. Oh, neues Gebiet. Ich brauche mal neue Ausrüstung zum Kaufen, wenn es geht. Du kommst genau wie gerufen. Gemischwarenladen von Weizer Turtles. Ein Weizer Turtles. Warte, du bist. Oh, so treffen wir uns wieder. Wir brauchen neue Pforte. Genau wie letztes Mal. Genau wie letztes Mal. Mit solchen Preisen gehe ich bankrott. So, nichts Neues. Warte, da war null irgendwo. Hier. Flammenwehr. Ach, du hast nur einen. Oh. Warte, machst du auch Schockwehr? Nein. Ich brauche Sachen. Ich einer an, ich kann nichts mehr lernen. Ja, wenigstens habe ich jetzt mal wieder einen Ring. Jetzt kann mal Rokuro wieder was lernen. Flammenwehr. 380. Das dauert doch ewig. Und wieder viel Magie. Also Art Angriff ist schon. Okay. Ich mir ein bisschen mehr erwartet. Was ist das denn da? Ach so, das ist schon wieder so ein Viech. Sind immer noch die gleichen Viecher. Soll vielleicht nicht daran gehen. Hi. Hi. Und sie haut direkt alles platt. Dem ich sie im Kampf mal ein bisschen ausgelassen habe, kommt sie direkt wieder. Wurf. Wurf. Mehr denn übrig. Du nimmst den nicht vor.
Also nur Erfahrungspunkte, ey. Meiner. Rokos, mein. Halt. Aber jetzt krieg ich Ohrring, geil. Dein Kochlevel erreicht. Oh. Was habe ich jetzt? Dingens, meine Güte. Seelen, irgendwas. Wer hat das gelernt? Ja. Glaube ich. Seelenschnapper. Ja. Was habe ich jetzt noch mal? Meine Güte. Kochenlevel, meine Güte. Artangriff plus 10. Das ist auch bei ihm nicht so gut. So. Koch wechseln, bitte. Und zwar. Warte mal, kann man Marbo Curry erstellen? Und schon da. Also gut, ich übernehme das. Irgendwie sowas. Bist du ein neues Viech? Nee, ne? Immer noch die gleichen Gegner. Ich war gerade dagegen, also sind gewesen einfach. Hui, hui. Was ist das? Kuh hat auch gleich ein Level ab. Hat gegessen. Nur Lafayette hat gegessen. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Bernsteinmontur, KP, sehr gut. Nehmen wir, ja, das mit 200, genau. Okay, warte mal hier noch. Oh Gott. Einfach so. Jetzt mein Dings weg, mein Seelenbrecher oder? Ja. Nehmen wir Pferd. Wie ich war das? Okay, glaube ich, etwa. Ich denke mal, wenn der Charakter das letzte Wort hat im Siegesbildschirm, dann war doch der Charakter, der den Gegner gefinisht hat. Und zerstören. Zerstören. Wenn ich es nicht haben kann, dann darf es niemand haben. Okay. Warum habe ich überhaupt mit Rabbit durch die Gegend? Ich will mit Magilo durch die Gegend laufen. Bring mal kurz vom Level ab, ne? Einmal. Ich bekomme die ganze Zeit Dingens hier. Also war günstig. Sind fertig. Wer war das? Maroko. Du bist auch schon auf dem Zonenlevel. Meine Güte. Oh, hallo. Ja, da kenne ich doch. Ja,
Ich höre schon sein Hintergrundthema. Den meinen sie. Boah, ich bin auch blöd, ne? Wir haben sogar sein Thema mit reingenommen in diesem Spiel. Warte, ich muss auf beiden losgehen, warte. Da steht sogar schon sein Name, Zavid. Wäre geil, wenn er sich auch uns anschließen könnte, ne? Oh Gott. Warum gehst du auf uns los, Eisen, ey? Oh ja. Oh, finde ich ja geil. Das stimmt ja, er ist ja auch schon, weiß nicht. Der ist er wie alt? 4000 Jahre? Auch irgendwie Sinn hat er in dem Spiel vorkommt, ne? Ich habe da gar nicht dran gedacht, ey. Oh, sehr geil. Das ist ein geiles Wiedersehen. Oh, Magilo. Boah, sie haut direkt beide kaputt. Oh, sehr geil. Zavid ist wahrscheinlich mein zweitliebster Charakter in Tales of Hysteria, deswegen freue ich mich echt. Ich hoffe nur, dass mein Lieblingscharakter hier auch noch auftaucht. Müsst ihr eigentlich. Aber hat jetzt nicht irgendwelche Auswirkungen. Ich einen von den beiden ja als erstes erledige. Ja. Er ist abgehauen. Nee, doch nicht. Nee, steht da noch. よし、やっぱ。面白いな、あんた。この結界を開けてどうする気なんだ。どうしよう、殺す。さあ、さすげえ。こいつは本気だぜ。あった。喧嘩に勝ったのはあんただ。どうすりゃいいんだい。では、精霊のお歴々、結界の前に。 あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て。まだ肝心なことを聞いてね。それ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやり取りになっちまう。何者だ、お前は。風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。 結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの。ハンプシュアルスピルエンデンウィアート。バカね。割り切れるなら最初からそうすればいいじゃん。ハンプシュアルスピルエンデンウィアート。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね。 Okay, aber es gibt keine Bonus-Erfahrungspunkte. Waffenmeister.
Hoi, viele Sachen. Alter. Schwellendes Glazid und waffenfähiges Azerit. Gewährt die Fähigkeit, zu viele Fertigkeiten der Verbrennungsart auszulösen. Gewährt Charaktere, die Ausrüstung tragen, die insgesamt mindestens 5-mal aufgewertet wurden, einen Bonus von +1 auf ihren maximales AA. Okay. Es tut mir leid, Eisen. Mach keine Witze, Eisen. Bei dir kommt das nicht so gut rüber. Ich werde dich töten. Was? War nur ein Scherz. Auf mit solchen Sachen, Eisen. Wo wir schon dabei sind, Fans. Ja, viele Sachen. Neue Waffen. Schlechte Waffen. Oh. Sieht aus, als wäre irgendwie aus Minecraft, ey. Ganz ehrlich, diese Karte. Und was auch immer es sein soll, eine Puppe. Ist doch bitte schöne Puppe. So, Feuerangriffskraft, das ist doch geil. So, sie kann wieder einen neuen Ring tragen. Feuerschaden reduziert, Erdschaden. Über den. Ja, sie hat Sachen zum Lernen. Ich brauche neue Waffen. Ich habe jetzt einen neuen Glazid oder Azerit oder irgendwie sowas. Vielleicht kann ich ja neue Sachen jetzt kaufen. Ach, hat jetzt auch. Jetzt auch nicht. Ich brauche hier diese Sachen. Schockwehr, Flammenwehr oder sowas. Guck euch dann an. Ich tue viel zu viel offscreen leveln, habe ich so das Gefühl. Aber die neuen Sachen, die tun auch richtig viele Punkte irgendwie abverlangen. Was bringen? Verdammt. Alle haben sie hier was. Waffenmeister, was ist das? Gemeisterte Ausrüstung. Naja, genau. So. Was geben wir dir denn? Mehr Angriffskraft, Art Angriffskraft zugunsten von Verteidigung, ja. Sollte vielleicht allgemein darauf achten, ja, ne? Was hat er zum Beispiel? Ja, das ist mehr Angriffskraft. Obwohl, lass mal. So, kann ich zurück zum Dingen gehen? Sexonhafen? Ja, ein kleiner Blast aus Tales of Systeria, ausgezeichnet. Freue mich mal, wenn so Anspielungen aus anderen Spielen vorkommen. Ich mag ja allgemein Prequels. Deswegen ist das Spiel schon um Längen besser als Tales of Systeria, finde ich. Warte mal, kann ich da wieder zum Dings gehen? Zu Logren? Richtung Logren? Wo bin ich hier? Gott. Alleine tut was aufheben, dann störe ich lieber nicht. Warte mal, hier war da irgendwas. Zerstören. Sollte ich vielleicht irgendwie die Schwierigkeit ein bisschen höher stellen? Ich glaube, ich tue die Schwierigkeit noch mal höher stellen. Weil in letzter Zeit habe ich keine Probleme mehr mit irgendwas. Gott, geh weg. Wir sind aber bis jetzt noch nicht in einem Ort, wo neue Gegner sind. Wir haben neue gleichen Gegner. So, ich möchte jetzt, glaube ich, nicht da runterrutschen. Also mal aufhören, mich zu verfolgen. Geh weg! Geh weg!
gehe noch mal kurz zum Saxonhafen. Ich finde den Namen so geil. Und gucke, ob ich da vielleicht neue Sachen kaufen kann. Jetzt, wo wir so neue Glazit und so was alles freigeschaltet haben. Und ich glaube, am nächsten Part werden wir, ab dem nächsten Part, werden wir mal noch eine Schwierigkeit höher gehen. Weil bisher ist es noch nicht so schwierig. Meine Politik zu hin, oh Gott, Tales of spielen wird aber immer noch sein. Ich werde nicht unter schwer gehen. Also egal was passiert, unter schwer werde ich nicht gehen. Wo bin ich gerade überhaupt? Schwer hoch. Höhere Objektabschnittszahl und andere Herausforderungen werden eine Fähigkeit mich auf die Probe stellen. Ja, im nächsten Part. Ich mache am Ende des Parts am besten irgendwie so ein Testkampf. Wie komme ich da oben hin? Ach, da. Boah. Ich wünsche, wir hätten so eine schnelle, so eine Rennfähigkeit wie in Tales of Exilia 2. Ich habe das Gefühl, wir laufen ein bisschen langsam, ja, in diesem Spiel. Apfelgelee. Tales of Exilia ausgezeichnet. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen zeitverschwenderisch hier, was ich mache, aber also was hier. Hier ein teleportieren Logre. Ja, die Frage ist, ob ich da rein kann. Obwohl, jetzt direkt davor. Ich werde mich jetzt hier nicht weg teleportieren. Wir sind jetzt hier direkt vor. Erstmal muss ich auch gucken, ob ich da noch rein kann. Ja. Oh hey, warte. Ist auch noch hier. Ja, okay, der hat irgendwie auch nichts Neues, also lassen wir das. Machen wir einfach weiter. Wenn schon irgendwann in eine Stadt oder irgendwie so was kommen, wo wir was kaufen können, hoffentlich. Da gehe ich jetzt nicht hoch. Da. Mich gerade am Kopf gekratzt. Dieses Licht vom PS4 Controller habe ich voll geblendet. Dieses rote Licht. Ich dachte, er ist dabei Blut dran. Zerfällt da gemacht. Neue Gegner. Jetzt werden wir mal sehen, ob ich stark genug bin. Jetzt sind Malakien. なんでこんな場所に新しい神殿を。どうして様なら王都にだって作れるだろうに。いや。お前も感じられるのか。なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ。ここは大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。 Warte mal, baut er diese Tempel, wo wir später die Prüfung machen müssen in Tales of Hysteria? Boah, ich liebe diese ganzen Sachen, die man da rausfindet durch Prequels, ey. Deswegen mache ich auch so Spiele wie Kingdom Hearts Birth by Sleep oder so. Die Vorgeschichten, wo wir herausfinden. Oh, hallo.異変が発生して、エレノは自分の精霊はどうした？捕食されてしまいました。左手で精霊を食らう子。ベルベット。ご存知なのですか？昔の教え、オスカー・テレサに続いてお前まで退く。アルトリウス様。 私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つ。申し訳ありません。模範生のお前は
ベルベットに当てられたようだ。一つだけ教えください。利休に捕らえられていた巨大なゴマは何なのですか。あの区画は特等以外、立ち入りを禁じているはずだ。ですがあれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものが王都にいていいはずがありません。 Oh. Weil sie Flügel haben. Ich weiß bis heute noch nicht, ob diese Antwort überhaupt richtig ist. Sie beuten und jagen können. Er hat bis jetzt noch nie gesagt, das ist richtig. Wahrscheinlich ist meine Antwort die ganze Zeit richtig. Weil sie Flügel haben. Ja, warum können Flügel fliegen? Weil sie Flügel haben. Duh. Okay. Savei, darauf beult. あいつの気配はまーっと遠くへ去っていったでふ。風のザビーダか。なかなか強かったな。アイフリードを知ってるようだったが。わからん。やつに聞け。ザビーダの武器、ペンデュラムだったね。いや、私は、ich bin auch ein Idiot, ne? Aber ich habe das nie irgendwie so als Pendel gesehen, diese Waffe. アイフリードの失踪に関わってるのかな。わーっと、ザビーダからはちっとも殺気を感じなかったでふけど、わからんが、多分また会うじゃろうて。星稜にも因縁があるみたいじゃったしの。僕、あの人嫌じゃないけど。おう、なんとなく嫌いになれんやつだったな。好きでも嫌いでもまた邪魔したらぶっ飛ばすけどね。 Oh ja, geil. Wow. Theoretisch könnten wir ja noch zwei, nee, drei Charaktere von Tales of Systeria begegnen. Oh. Glaube ich. Einer wurde ja mehr oder weniger. Was ist das denn eigentlich? Ist das? Ja, das gleiche Zeichen, was hier Eleanor am Rücken hatte. Ja, wie stark seid ihr? Level 21. Ich bin erst Level. Also hat das Gefühl, jetzt werden die Gegner sehr viel schwieriger. Ah. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass Velvet mir die Gegner geklaut. Naja. Feuer. Wasser. Ich habe vor kurzem angefangen, hier die Anime-Serie Hajime no Ippo zu gucken. Und dieser Angriff erinnert mich voll an die Dempsey-Rolle von Ippo. Luftstoß. Sieht fast genauso aus. So, jetzt haben wir formlose Klingen, die um den Gegner erscheinen und ihn schneiden. Windlanze, Steinlanze. So, irgendwie ist Blitzschritt nicht so. Luftstoß. Blitzschritt. So. Was ist das? Mich das damit aufmachen. Eleanor hatte auch so einen Mond irgendwie am Rücken. Ich gerade gemerkt. Na, Cutscene. So, was ich vorhin fragen wollte, ist das der Tempel, wo später diese Prüfungstempel erscheinen? Wie Prüfungen in Tales of Systeria ablegen müssen. Also von den vier Elementen, ja.
So, wir den Part gleich beenden. Ah, das kommt mir bekannt vor, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Werde wahrscheinlich erstmal, ich werde auf jeden Fall erstmal hier zurückgehen und speichern. Und sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Part mal den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Und ja, dann sehen wir uns, sehen wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge, und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.